Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie da sind, denn ich glaube an das Gute in jedem Einzelnen von Ihnen. Kann ich irgendwas für Sie tun? Brauchen Sie was? Brauchen Sie Geld vielleicht? Vielen Dank erstmal, Fürst Myschkin. Man muss ihn immer ein bisschen bremsen, denn um ihn geht's heute in Der Idiot von Fjodor Dostojewski. Außer Lew Nikolajewitsch hier gibt es noch sehr viele andere Figuren. Die wichtigsten sind Rogoschin, ein etwas düsterer Kaufmann, so ein bisschen die Schattenseite des Sonnenscheinchens Myschkin, der unsterblich in die wunderschöne, aber gefallene Dame Nastassja Philippowna verliebt ist. Und da ist er nicht der Einzige. Ebenso, wie man sich in diesem Roman gern in Aglaja Iwanowna Jepanschina verliebt. Eine ebenfalls noch junge und wunderschöne Frau. Aber das erzähle ich euch nach und nach. Dostojewski veröffentlicht seinen Roman 1868 bis 69 in einer Petersburger Zeitung, wobei er damit quasi ratenweise einen Vorschuss abstottert, denn er ist spielsüchtig und notorisch pleite, auf der Flucht vor seinen Gläubigern irgendwo zwischen den Spielbanken in Deutschland. Er packt wahnsinnig viel von sich selbst in diesen Myschkin, zum Beispiel die Tatsache, dass der Epileptiker ist, was er sogar fremden Leuten im Zug erzählt, wo das Ganze losgeht auf der Fahrt nach Petersburg. Kommen Sie denn aus dem Ausland? Ich bin Epileptiker. Ich war in der Schweiz, um mich heilen zu lassen. Ich war richtig psychisch krank und verdämmert in meinen Jugendjahren. Jetzt geht's mir ein bisschen besser, aber das Geld war alle. Der Schneider hat mir sogar die Fahrtkosten bezahlt. Helge Schneider? Nein, Dr. Schneider. Fürst Myschkin heiße ich übrigens. Rogoschin. Wie denn? Der Rogoschin, dessen 2,5 Millionen Rubel schwerer Vater kürzlich gestorben ist? Ich werd verrückt. Das ist Lebedev, der fortan wie eine Klette an Rogoschin hängt und der so, jawohl, ich bin jetzt reicher Erbe und hole mir Nastassja Philippowna. Und du, Fürst, gefällst mir. Du kannst bei mir wohnen, wenn du willst. Aber frisch in Petersburg angekommen, macht sich der Fürst erstmal auf den Weg zu Jepanschins, wo er den General Jepanschin und dessen Sekretär Ganja findet und sagt, Fürst Myschkin heiße ich, Herr General, ich bin zwar ein bisschen krank, so psychisch, und ich wollte auch nur mal Hallo sagen, weil ich ein entfernter Verwandter von Ihrer Frau bin, die war ja auch eine Myschkin, und jetzt wollen Sie Geld oder was? Entschuldigung, das habe ich mir schon gedacht, dass Sie das denken, ich will Sie auf keinen Fall belästigen, ich gehe lieber wieder. Und der Myschkin ist so aufrichtig freundlich und gut, dass der General ihm von sich aus Geld leiht. Und eine Stelle besorge ich Ihnen auch. Können Sie irgendwas schön schreiben? Super, dann werden Sie Beamter. Und dann sieht er ein Foto von Nastassja Philippowna, was diese dem Ganja geschenkt hat. Und er so, wow, boah, das ist ja unglaublich, wie schön diese Frau ist. Ja, und die heiratet der Ganja, gell? Heute Abend sagt sie dir bei ihrer Geburtstagsparty, ob sie dich nimmt oder nicht. Und der Ganja so ein bisschen bedröppelt, hier, Familie, das ist Fürst Myschkin, kümmert euch mal ein bisschen um den. Und dann kommt die Generalsgattin Jepanschin mit ihren 3 Töchtern, die alle mit A anfangen. Sie brauchen sich aber nur Aglaja zu merken. Und auch zu denen ist er total nett, macht ein bisschen Konversation und sagt, wissen Sie, warum die Todesstrafe so unmenschlich ist? Wegen diesem Moment vor der Hinrichtung. Das ist übrigens auch eine eigene Erfahrung von Dostojewski. Er wurde 1849 zum Tode verurteilt und buchstäblich in letzter Sekunde vor der Hinrichtung begnadigt. Und ich liebe übrigens Kinder, so wie Sie ein Kind sind, Frau Generalin. Und die Mädchen machen sich über ihn lustig, vor allem Aglaja, und sagt, sie sind ja gar nicht so ein Idiot. Und sie sind fast so schön wie Nastassja Philippowna. Und sie so, wie bitte? Und der Ganja kriegt das mit, der Fürst muss das Foto holen. Und der sagt, sagen Sie doch bitte, ich möchte die Nastassja Philippowna ja gar nicht heiraten. Der will die Nastassja Philippowna gar nicht heiraten. Vielleicht möchten Sie ihm was sagen. Ich bin doch kein Spekulationsobjekt, der muss sich halt entscheiden. Deswegen ist Ganja jetzt sauer auf den Fürsten und sagt, Idiot, hören Sie mal, ich muss mich von Ihnen nicht beleidigen lassen. Sorry, aber meine Familie ist ja total verarmt und wir müssen sogar Untermieter aufnehmen. Ach, kommen Sie mit zu mir. Und er stellt ihm seine Familie vor, zum Beispiel den Alkoholikervater und die Mutter. Es ist alles ganz furchtbar bei uns und ich will diese Nastassja Philippowna ja gar nicht heiraten. Der General will das, war, denn da steht Nastassja Philippowna im Raum, unangemeldet, und macht sich sogar über seinen Vater lustig. Na, Herr Ex-General, heute schon mal die Wahrheit gesagt. Und zu allem Überfluss, es wird noch schlimmer, kommt Rogoschin reingeplatzt mit einer Bande von saufenden Anhängern und sagt, Nastassja, willst du diesen Deppen wirklich heiraten? Und die so, wer sagt denn das? Ich kaufe diesen Ganja, der ist doch nur hinter deinem Geld her. Hier sind 18.000 Rubel. 18.000, so ein Bauer. Heute Abend kriegst du 100.000. Na, dann heirate ich dich vielleicht. Und es kommt quasi fast zu einem Handgemenge. Ja, der Ganja schlägt fast seine Schwester, aber der Fürst stellt sich dazwischen und sagt, Kusch aus! Und zu Nastassja Philippowna sagt er, obwohl er sie ja eigentlich gar nicht kennt, schämen Sie sich eigentlich nicht, hier so reinzuplatzen. Sie sind doch gar nicht so mies. Und das beeindruckt die Nastassja Philippowna sehr und alle anderen Anwesenden auch. Rogoschin zieht mit ihr ab und Ganja ist mal wieder total gedemütigt.
Das hält ihn aber nicht davon ab, wie geplant, abends auf die Geburtstagsparty bei Nastassja Filippowna zu gehen. Denn da will sie ihm ja sagen, ob sie ihn nun heiratet oder nicht. Der General ist auch da. Und der Fürst schleicht sich einfach mal so ein, obwohl er nicht eingeladen wurde. Das stört die Nastassja Filippowna aber gar nicht, sondern sie nimmt ihn gleich mit, weil sie ihn irgendwie interessant findet und sagt, hier Fürst, alle wollen, dass ich Ganja heirate. Dann ist mein Pflegevater mich nämlich los, der mich als Mätresse gehalten hat. Aber der Ganja ist nur hinter meinem Geld her, oder? Soll ich ihn heiraten oder nicht? Sie entscheiden das jetzt. Und der Fürst so, nein, tun Sie das bitte nicht. Und sie so, gut, dann wird's so gemacht. Und alle so, was? Und wieder platzt der Rogoschin rein und sagt, hier sind 100.000 Rubel, jetzt gehörst du mir. Ach, dieses scheiß Geld. Gibt's eigentlich irgendjemanden, der mich ohne Geld nehmen würde? Sie vielleicht, Fürst? Und der so, ja, ich würde sie als ehrbare Frau nehmen. Und die so, ehrbare Frau? Und übrigens habe ich auch vielleicht ein bisschen Geld. Ich habe nämlich eine Erbschaft gemacht. Und er zeigt so einen Brief rum. Und alle so, was? Der hat ja Geld. Dann ist er vielleicht gar kein Idiot. Und die Nastassja so, na dann, gib mir mal das Geld. Und sie wirft es in den Kamin. Und alle so, das Geld verbrennt. Und dann sagt sie ganz mies zu Ganja, hier, du kriegst mich ja jetzt nicht. Das ist eine kleine Entschädigung. Du brauchst es dir nur aus dem Feuer zu holen. Und der Ganja kriegt fast einen Anfall, weil da das Geld verbrennt, aber er bleibt standhaft, holt es nicht raus und wird stattdessen ohnmächtig. Und die so, leistet mal erste Hilfe, holt das Geld noch aus dem Feuer für ihn und verschwindet dann mit Rogoschin und der Fürst hinterher, denn er ist jetzt unsterblich in sie verliebt. Es gibt einen Zeitsprung. Sie lebt monatelang mit Rogoschin in Moskau und in der Provinz. Sie will ihn heiraten, lässt ihn aber vom Altar stehen, flieht zum Fürsten, lässt ihn dann auch wieder sitzen und macht die Männer einfach total fertig. Die begegnen sich dann in Petersburg wieder, wo der Fürst den Rogoschin aufsucht und der so, boah, die macht mich so fertig, diese Frauen, aber ich kann sie einfach nicht lassen. Und der Fürst so, du, ich stehe dir nicht mehr im Weg. Huch, da ist ja ein Gemälde vom toten Christus im Grabe von Hans Holbein. Und der Rogoschin ist erstmal sehr dankbar, dass der Fürst so nett immer zu ihm ist und sagt, hier, lass uns Kreuze tauschen, die wir um den Hals tragen und Brüder sein. Und der so, okay. Dann geht er von ihm weg und wandert so in Petersburg rum und natürlich ist er immer noch besessen von Nastassja Filippowna und denkt sich, ah, mir geht's gar nicht gut, ich habe so eine Aura, ich glaube, ich kriege einen epileptischen Anfall und geht in sein Gasthaus, wo in einer Ecke Rogoschin auf ihn wartet mit gezogenem Dolch. Und die so, Rogoschin, oh nein! Aber da kriegt er auch schon einen Anfall, was immerhin dazu führt, dass Rogoschin ihn nicht ersticht. Lebedev findet ihn, pflegt ihn, bringt ihn nach Pawlowsk. Das ist so ein Vorort von Petersburg, wo die reichen Petersburger ihre Sommerfrische verleben. Und die haben da alle solche schönen Sommerhäuser. Lebedev hat eins gemietet und der Fürst wird jetzt sein Untermieter. Und da sitzen sie immer so auf der Veranda. Und er kriegt Besuch von den Jepanschins unter anderem. Die Mädels sind wieder nett zu ihm und verarschen ihn. Allen voran Aglaja, die sagt, ach, der Don Quixote, der arme Ritter, ich sag Ihnen mal ein Gedicht auf. Und der so, warum verarschen Sie mich denn immer? Dann bekommt er unerwartet Besuch. Burdowski heiße ich. Ich bin der Sohn ihres Pflegevaters, Pawlischew, der ja wahnsinnig viel Geld in sie reingesteckt hat. Und ich will jetzt dieses Geld wieder haben, weil sie sind ja jetzt reich. Und der ist unverschämt. Alle regen sich erstens darüber auf und zweitens darüber, dass Myschkin ihn trotzdem so freundlich behandelt und sagt, sie sind bestimmt selber betrogen worden, denn sie sind ja gar nicht sein Sohn, das habe ich rausfinden lassen. Ich gebe ihnen aber trotzdem 10.000 Rubel. Ich will ihr Geld nicht. Und die Aglaja so, lassen Sie sich doch nicht immer wie einen Fußabtreter benutzen, sonst wird das nichts mit uns. Und der so, wie mit uns? Man kann nicht leugnen, dass der Fürst total in Aglaja verliebt ist. Und die verarscht ihn immer weiter. Wollen Sie mich heiraten? Ja, ich heirate doch keinen Idioten. Lacht hysterisch und die Mutter so, die ist auch total in ihn verliebt. Die heiratet den bestimmt noch. Jetzt ist Nastassja Filippowna auch nach Pawlowsk gekommen und sie schreibt der Aglaja Briefe, in denen sie sagt, hier, heiraten Sie den Fürsten, sonst werde ich nicht glücklich. Und das geht immer so ein bisschen hin und her. Und in einer Abendgesellschaft, wo er den Freunden der Familie Jepanschin vorgestellt werden soll, tickt der Fürst total aus. Katholizismus ist Satanismus! Ah! Und kriegt wieder einen epileptischen Anfall. Und am nächsten Tag reicht es Aglaja jetzt mit dieser Unsicherheit, die sie auch fertig macht. Und sie sagt zu ihm, kommen Sie mit! Wohin denn? Und sie führt ihn ins Haus, in dem Nastassja Filippowna mit Rogoschin lebt, bei einer anderen Dame. Und es kommt zum Showdown zwischen den beiden. Und sie so, mit welchem Recht mischen Sie sich denn eigentlich in unsere Gefühle ein, Sie selbstmitleidige Mätresse? Und die so, was, du Schulmädchen? Wenn ich das dem Fürsten befehle, dann heiratet er mich und lässt dich fallen wie eine heiße Kartoffel. Und er so, boah, diese arme Irre. Er glaubt nämlich, dass die tatsächlich auch an einer psychischen Krankheit leidet. Die tut mir so leid. Und die Aglaja so, was? Dampft ab, wird von ihm nicht mehr gesehen. Und die schickt den Rogoschin weg. Was?
Und es scheint so, als ob die beiden endlich zusammenkommen. Und er ist jetzt ganz nett zu ihr und hängt wie ein Welpe an Nastassja Philipowna. Wir heiraten, ja. Und sie so, ja, ich will. Und ein paar Tage lang ist alles gut. Die Hochzeit wird vorbereitet, wobei der Fürst, der sich keiner Schuld bewusst ist, immer wieder versucht, mit Aglaja zu reden. Komischerweise lässt keiner ihn rein. Dann wartet er schon in der Kirche auf seine Braut, die aus dem Haus kommt. Riesige Menschenmenge ist davor. Das war natürlich ein ganzer Skandal. Und in der Menge sieht sie Rogoschin und sagt, rette mich, bring mich weg von hier. Und er nimmt sie mit nach Petersburg. Der Fürst eilt den beiden am nächsten Morgen hinterher. Er wird erstmal nicht reingelassen zu Rogoschin. Irgendwann sucht der ihn jedoch auf und sagt, komm mit, Bruder, ich brauche dich. Und er nimmt ihn mit zu sich nach Hause und führt ihn in ein halbdunkles Zimmer zur Leiche von Nastassja Philipowna, die er in der Nacht mit dem Messer erstochen hat, mit dem er auch schon den Fürsten bedroht hatte. Und die beiden starren die Leiche an. Und dann sagt er, komm, wir wachen heute Nacht bei ihr, sonst nehmen sie sie uns weg. Und er so, ja, das machen wir. Sie verbringen die Nacht bei der Leiche. Und Rogoschin kriegt vor lauter Aufregung eine Meningitis, wird aber trotzdem zu 15 Jahren Arbeitslager in Sibirien verurteilt, während der Fürst jetzt echt psychisch krank wird und wieder in die Schweiz gebracht wird, wo er vor sich hin dämmert. Aglaja heiratet übrigens einen unechten polnischen Grafen, der noch nicht mal reich ist. Boah, es ist echt idiotisch, diesen wunderbaren Roman so knapp zusammenzufassen. Das Wichtigste bleibt dabei auf der Strecke, die menschlichen Begegnungen. Der Idiot ist ein riesiges Gesellschaftspanorama Russlands in einer Zeit, in der der vermeintliche Idiot Myschkin der einzige gute Mensch weit und breit ist, während alle anderen entweder sadistisch oder nur aufs Geld aus sind oder beides. Myschkins Problem ist, dass er zu wenig egoistisch ist und sich nicht gegen eine der beiden von ihm geliebten Frauen entscheiden kann. Er ist zu gut für diese Welt. So ein bisschen wie der Christus, der hier die ganze Zeit schon im Hintergrund hängt. Und er opfert sich auf. Das ist alles ganz schrecklich. Und doch, ich bin ein riesiger Myschkin-Fan. Und das, liebe Gemeinde, war Der Idiot von Fjodor Dostojewski.